Als er im Herbst des letzten Jahres zu den Adlern kam, wurde er zu Beginn als Fehleinkauf belächelt und viele fragten sich, warum Manager Markus Kuhl einen 35-Jährigen verpflichtet hat, der den Sprung in die NHL nicht mehr schaffte. Doch Dan McGillis fand nach anfänglichen Schwierigkeiten schnell zu seiner Form. Mittlerweile ist der Kanadier Leistungsträger und deswegen wurde sein Vertrag auch frühzeitig verlängert. Dan McGillis wird ein weiteres Jahr das Adler-Trikot tragen. Der 100-Kilo-Mann aus Ontario spielt einen grundsoliden Part in der Defensive und ist enorm zweikampfstark. Es war ein sehr schöner Moment, als der neue Vertrag unterzeichnet wurde. Klar liegt der Fokus auf dieser Saison, aber es ist schön, wenn man weiß, dass man wiederkommen darf nach dem Sommer. Ich bin froh, weil ich das Team und die Stadt mag und auch die Adler mit ihren Fans. Im Herbst seiner Karriere zeigt sich Dan McGillis nochmal von seiner besten Seite, neben und auf dem Eis. Mit +9 hat er die beste Plus-Minus-Statistik aller Adler. Dass er bleibt, das findet auch seine Familie toll. Auch die Ehefrau und die beiden Kinder fühlen sich in Mannheim wohl. Yeah, very much so. That's obviously, ja klar, das ist ein wichtiger Teil der Arbeit, dass sich auch die Familie im Umfeld wohlfühlt. Es ist eine großartige Erfahrung für uns in Mannheim. It's been a great experience. In der Kabine gilt er längst als Leader. Der Mann aus Beton, wie ihn Co-Trainer Till Fowler bezeichnet, weil nichts und niemand ihn umwerfen kann. Es wäre keine Überraschung, würde der Kapitän in der nächsten Saison Dan McGillis heißen.